Der Deutsche Wetterdienst warnt für Dienstag vor schweren Unwettern. Im Westen und in der Mitte Deutschlands kann es zu Hagel-, Sturm- und Orkanböen kommen, vereinzelt sogar mit Tornados. Ab dem späten Vormittag entwickeln sich kräftige Gewitter, die bis zum Abend auch den Osten Deutschlands erreichen. Dabei sind größere Hagelkörner und Niederschläge bis 30 Liter pro Quadratmeter möglich. Der Norden bleibt zwar von Gewittern verschont, es kann aber gebietsweise zu Starkregen kommen. Niederschläge zwischen 20 bis 35 Litern pro Quadratmeter sind möglich, mit Ausnahme der Küste. In der Nacht zum Mittwoch ziehen von Frankreich her erneut kräftige Gewitter auf, die im Südwesten Sturmböen, Hagel und Starkregen bringen.